Milch ist gesund, macht fit. Das hämmert uns die Werbung ein. Auch mal probieren. Milch wird propagiert als Powertrunk für Siegertypen. Stimmt das auch? Auch mal probieren. Die Milch macht's. Die Milchwerbung verfolgt uns ja überall und täglich. Sieht man dagegen internationale Studien, dann kann man nicht zu dem Schluss kommen, dass Milch gesund für den Menschen ist, sondern eher das Gegenteil ist der Fall. Milch ist danach eher eine Gefahr für viele Menschen. Maria Rollinger räumt mit dem Mythos auf, dass Milch gesund ist. Ihr Buch Milch besser nicht enthält Sprengstoff. Markt fragt nach bei Experten, die es wissen müssen. Was ist dran? Das Buch vertritt brisante Thesen. Milch kann Krebs fördern. Eine aktuelle Studie sorgt derzeit für Aufsehen in den USA. Die Kernaussage: Das Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken, stieg an mit der vermehrten Aufnahme von Milchprodukten und Calcium. Und weiter heißt es da, ein erhöhter Milchkonsum sei in den USA verbunden mit etwa 20.000 zusätzlichen Krankheitsfällen pro Jahr. Doch in Deutschland ist die Studie nahezu unbekannt. Milch hat eben bisher ein gesundheitsförderndes Bild abgegeben. Jetzt sehen wir auch anhand neuerer Studien vom Dezember 2005, dass Milch das Risiko, Prostatakrebs zu bekommen, für Männer, die sehr viel Milch konsumieren, sehr viel Milch trinken, deutlich erhöht, um ca. 30%. Das heißt, die Nachricht ist die, wenn man möglicherweise zusätzliche Risiken hat, wie eine familiäre Belastung, Milchkonsum reduzieren. Prostatakrebs ist die häufigste Krebsart beim Mann. 12.000 Menschen sterben jährlich daran. Allein Professor Miller operiert mit seinem Team 25 Patienten im Monat. Für viele ist die Entfernung des Krebsgewebes die letzte Hoffnung. Weniger Milch könnte vielfach Leben retten, meint Professor Kurt Miller. Nur kaum einer weiß es. Hinzu kommt: Millionen vertragen keine Milch. Und wir erleben es jeden Tag, dass Patienten zu uns kommen, oft mit zunächst ganz untypischen Symptomen, die sich hinterher nachher als Nahrungsmittel, insbesondere als Milchallergiker herausstellen. Wir können das eindeutig beweisen, indem wir Untersuchungen aus dem Blut machen, wo wir Antikörper nachweisen können, die unzweifelhaft klarlegen, dass es sich wirklich bei diesen Symptomen um eine Milchallergie handelt. Dr. Jörn Reckel ist spezialisiert auf Milchallergien. Seine Praxis ist voll, denn es trifft viele. 12 Millionen Deutsche vertragen keine Milch, nach vorsichtigen Schätzungen. Das ist normal. Viele seiner Patienten haben Jahre gebraucht, bis sie erkannten, dass Milch die Ursache ihrer Beschwerden ist. Milch ist Mitschuld für die Zivilisationskrankheit des 21. Jahrhunderts. Denn Milchprodukte machen Kinder dick. Aus kinder- und jugendärztlicher Sicht sehen wir jeden Tag die stark übergewichtigen Kinder hier in der Praxis. Das hat in den letzten Jahren extrem zugenommen. Wir glauben, dass durch die vielen süßen und fetthaltigen Produkten, die unter falschen Vorzeichen beworben und verkauft werden, nämlich mit dem Hinweis, dass sie gesunde Milch enthalten, die Kalorienzufuhr über das gesunde Maß hinaus gesteigert wird. Schon Babys werden gemästet mit zu viel Milch und Milchprodukten, oft ohne, dass es den Müttern bewusst ist. Jahre später schleppen die Kinder überflüssige Funde mit sich herum. Denn auch Milch trinken macht dick. Milch enthält nämlich große Mengen Zucker, fast 50 Gramm pro Liter Vollmilch. Na, Opi, los auf dem Spiel? Doch die Werbung suggeriert, Milch ist gesund für jeden. Solche Werbeaussagen sind in den USA längst verboten. Nicht so in Deutschland. Für diese Milchkampagne zahlte die EU einen Zuschuss, 5 Millionen Euro. Die Milch macht's. Wenn man jetzt bedenkt, dass doch Millionen Menschen in diesem Land durch Milch krank werden oder krank sind, dann halte ich das für einen Skandal. Kleiner Tipp zur Selbsthilfe. Auch wer Milch verträgt, Maß halten. Höchstens 3 Milchportionen am Tag. Das entspricht 3 Becher Joghurt.